den bunten Farben hier alles so bunt gemischt. Hat was. Okay, also Dioxidgas kommt in den Bus zurück. Dioxidgas zusammen mit Purified Water. Das kommt auch in den Bus. Das heißt, so, Wasser. Wasser können wir hier eigentlich eine Brücke einbauen. Da müssen wir jetzt nicht extra nochmal eine Leitung hochziehen. Dann machen wir das einfach so. Also für die eine Plant jetzt nochmal eine ganze Lane aus dem Bus rausziehen, das ist jetzt Quatsch. Aber ganz so blödsinnig müssen wir jetzt nicht bauen. Es soll schon so laufen, dass es endlos laufen kann, klar, aber also wegen dem Wasseranschluss jetzt nochmal da Pass komplett hinbauen, das ist jetzt Blödsinn. So, das Wasser hätte ich aber gerne da, damit es nahe bei der Anlage ist. Hydroplant. Ach, die steht noch unten, ne? Bauen wir einfach noch eine. Wir werden eh mehrere brauchen nachher. Gehe ich mal von aus. Naja. Hydroplant. Also doch. Zack. So. Rest noch zu Rohren. Kupfer, Plastik, Stahlrohre haben wir noch genügend. Ja, okay. Hydroplants. Da. Ja, die ist nämlich riesig. So, da kriegen wir das locker unter hier. Peng. Du machst Selene und Purified Water. Ja. Oh, das könnte gerade noch reichen hier innerhalb der Lanes. Oh, müssen wir sogar schon eine Lampe umsetzen. Okay, und damit wäre das Feld hier gefüllt. Okay. Achso, ja, genau. Oh, da. Bob, bob, bob. So. Du machst dann Selene und Purified Water. Das geht auch in den Bus. Zack. Dahin. So. Selene Purified. Flüssigkeiten haben wir da. Mineralized. Wir haben noch gar nichts davon. Selene und Purified, das heißt, das gibt wieder zwei komplett neue Lanes. Oh, interessant. Achso. Man sollte es auf der richtigen Seite hinsetzen, dann kann man auch gucken, wo es hin muss. Da. Zack. Zack. So. Dip, dip, dip. Ja, ich brauche Lampen. Vor allem brauchen wir Pipes. Wie sieht's aus? 300 Eisen wieder, sehr gut. So, die Tränke dürften inzwischen auch absaufen unten. Ja. Oh, die roten gar nicht. Ach, weil wieder Eisen fehlt. Okay, hier hast du. Okay. Ja, viel abgesoffen ist da nicht, ne? Ja, ist halt sehr eisenlastig, die ganze Trankgeschichte hier, das ist. Ja. Okay. Ja, doch. Dann halt hier. Da, Klippensprengstoff und gib ihm. So, dann arbeiten da jetzt 12 Labore parallel dran. Das wird eine Menge an Material fressen, aber das ist okay. Pipes wollte ich noch holen, genau. So, hier wird nichts mehr gemacht, weil
Silikon fehlt, okay. Dann gucken wir mal. Hier passiert nichts mehr, weil ich die ganze Anlage abgerissen habe und Silikon kann nicht mehr nachkommen. Klar, okay. Dann noch Nickel. Zwei Stacks passen noch rein. So. Halt. Hier. Zack. Nickel. Den Rest lassen wir direkt da. Ups. Hier. Den Krempel wollte ich noch mitnehmen. Das können wir nochmal oben reinschmeißen. Das können wir nochmal reinschmeißen. Okay. Gut. Also weniger gut, wir kriegen nicht genügend Pipes zusammen. Aber wir bauen ja gerade an der Produktionslinie dafür. Ja gut, da müssen wir die Tränke halt mal kurz stehen lassen. Das heißt, nee, Eisen läuft ja nach, das brauchen wir jetzt nicht hier rausklauen. Eisen läuft ja nach, so, Hydrogen 4,9, Oxygen 3,6 Millionen. Mineralized Water nix, weil das direkt weggeballert wird. Kobalt 18k, okay. Also das funktioniert alles, so wie ich das haben wollte. Ja, die Bots lasse ich erstmal aus, denn wir brauchen die Rohre jetzt. So, also Landfill. Na, warum nimmt er jedes Mal das andere? Ich verstehe es irgendwie nicht. So, Sprengstoffe fertig. Militär 2 ist schnell durch, das braucht nicht viel. Und dann kommt der Klippensprengstoff und der braucht eine Menge. So. So. Hier wird doch irgendwo ein Fleck jetzt gerade. Machen wir mal ganz groß. Sit. Nö. Doch hier, siehst du? So. Mal wieder kleiner machen. So. Also. Den Mast mal kurz kopieren. So. Optisch. Und optisch. So, den setz ich, das setze ich jetzt aber kurz händisch hin, denn sonst klauen uns die Bots wieder die Pipes. Und dann haben wir wieder gehabt. Okay, also. Mineralized Water. Stimmt das? Ja. Dann brauchen wir da noch einen zweiten. So. Und dann müssen wir die einmal rüberholen. Zack. Da und da. So. Ah, keine Rohre mehr. Das ist doch. So. Dann haben wir hier Purified Water, das passt. Und unten drunter haben wir Saline Water. Ups. Da und da. Okay, da. So, wie kriege ich die Pipes jetzt hier für mich connected? Gar nicht. Da. Nee, kann ja so nicht funktionieren. Mist. Dann warte mal, dann machen wir das so und so. Ja, ich hab's halt genau untereinander gesetzt, das ist das Problem. Aber so passen sie noch in den Bus rein. Da. Da müssen wir dich da hinsetzen und eine kleine Kurve hier bauen. Okay.
Seidenworte haben wir auch. Also ja gut, den Bus können wir jetzt nach unten nicht erweitern, weil hier gerade alles wegläuft, aber das ist okay. So, wir sind ja gerade an der Zinnproduktion dran, also von dem her. Okay, also. Sulfurdioxid ist im Bus, die zwei Selen und Purified Water sind auch im Bus. Das haben wir. Da muss noch Anschluss dran. Zack. So, Hydrogen haben wir nicht in den Bus, weil einfach ja, zu wenig Abnehmer sind. Das bringt einfach nichts. Das heißt, hier wird es sich irgendwann rückstauen. Wobei eigentlich nicht wirklich, weil wir hier Dioxidgas endlos abführen. Das heißt, auch die Schwefelproduktion läuft endlos. Ja, bis der Tank unten voll ist, aber das wird unendlich dauern. Okay. Die Verbindungen stehen alle. Ja, also das Setup haben wir alles angeschlossen. Das könnte ich jetzt direkt schon anschmeißen eigentlich. Bis auf die Slacks. Die werden noch nicht verbraten. Okay, also. Sulfuric Acid. Das müssen wir als nächstes anschließen. Den haben wir fertig. Mach den mal einen runter, sonst gibt das Chaos. Warte mal, mach den mal weiter runter. Ich mach den jetzt hier einfach mal hier ein bisschen zum Wassermeter zu. Okay. Also, das haben wir. Das wird gewastet. Matt sammeln wir. Da kommen 13 pro Minute raus. Das wird Jahre dauern, bis das Ding voll ist. Schwefel wird produziert, wird weiterverarbeitet. Sulfuric-Dioxidgas wird produziert, aber noch nicht weiterverarbeitet. Das ist der nächste Schritt jetzt. Sulfurdioxidgas und Purified Water. Das kriegen wir hier nicht mal unter, ne? Wobei, doch. Warte. Nee, kriegen wir nicht. Weil wir hier überall irgendwo Zwischenrohre liegen haben. Das heißt, ich krieg da keine Verbindungen hingebaut, oder? Der hat eine Verbindung und der. Der hat aber keine. Und der hat keine. Oh doch, das kriegen wir hin. Zack. So. Das kriegen wir hin. Sulfurdioxid und Purified Water. So. Das kriegen wir hin. Da. Zack und zack. Ne, kriegen wir nicht hin. Ah, Mist. Shit, der Mist. Verdammt. Dann müssen wir eins hoch. Jetzt mal gucken, wie wir das hier verdrahtet kriegen. Fehlt auch wieder einer. Also hier, damit es gleichmäßig ist. Reichweite wäre okay, aber nee. Das, okay. Dann gehen wir in den nächsten, ins nächste Quadrat. Du brauchst eins, zwei Eingänge. Da. So, also. Du kriegst hier Purified Water und hier. Kommst dahin. So. Der nächste unten drunter. Ja, das reicht noch. Okay. Ich brauche Pipes. Das bringt so gar nichts mehr. Ich glaube, wir kriegen ja auch nicht mehr genug zusammen. Also wir müssen noch mal ein bisschen aus dem Bus klauen. Anders kommen wir da nicht rum. So,
So, die Tränke lang nicht. Ja, gut. Wir müssen jetzt erstmal die Silikonproduktion fertig. Nein! Wir haben alles leer geschrotet. Mist. Okay, dann müssen wir.